Das heißt, er darf ein Erzeuger werden, er darf ein Verbraucher werden und er darf auch ein Verkäufer werden. Er darf am Markt teilnehmen. Ja, moin, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Der 52 Gigawatt Deckel ist gefallen und wir werden uns in diesem Video mit den Fragen beschäftigen. Und zwar, was sind die Folgen, wenn der Deckel fällt? Hätte man das vielleicht auch besser oder schneller lösen können? Was müssen wir eigentlich tun, wenn wir PV und Windenergie mehr nutzen möchten? Und wir schauen uns mal an, was die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien eigentlich von uns und unserer Regierung verlangt. Ja, und was denn eigentlich auf die Verbraucher und die Bürger in der EU zukommt und wie sie eigentlich behandelt werden sollten laut dieser EU-Richtlinie. Und dann schauen wir uns auch nochmal an, ich habe ja schon mal ein Video über das Prosumer-Modell gemacht von der Bundesnetzagentur. Gibt es da vielleicht eine Lösung, so viel von weg? Ja, es gibt eine, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Aber ob die dann auch sich tatsächlich dann so als Lösung etablieren lässt, bin ich skeptisch. Da werde ich ganz am Ende nochmal drauf eingehen. Also es wird spannend. Bleibt dran und dann springen wir jetzt mal rein und schauen uns an, was denn so in den letzten paar Tagen passiert ist. Der 52 Gigawatt Deckel, ihr habt das vielleicht ja mitbekommen, dass dort ein Deckel installiert wurde, um einfach diesen Ausbau der PV zu bremsen. Und genau das ist im Grunde auch schon jetzt in den letzten Monaten massiv passiert. Ganz viele Leute haben darüber nachgedacht, ob sie sich überhaupt noch eine PV-Anlage installieren sollen. Ich habe es auch hier in meinen Kommentaren gemerkt. Es war im Grunde eine Katastrophe, weil ganz viele Leute gesagt haben, nee, jetzt mache ich mir nur noch eine 3 kW Peak-Anlage aufs Dach, damit ich das dann alles nur noch selber verbrauchen kann und bloß nicht größer. Ja, das ist natürlich schade. Oder sie haben gesagt, sie machen gar keine PV mehr und wollen damit alles gar nichts zu tun haben. Ist ihnen alles viel zu kompliziert, weil der Staat nimmt ihnen dann sowieso wieder alles weg. Also der Staat hat jetzt schon einen massiven Schaden angerichtet. PV-Firmen haben Leute nicht jetzt unbedingt entlassen, aber sie haben sich schon darauf eingestellt, welche entlassen zu müssen, wenn dieser Deckel nicht fällt. Sie haben ihre Investitionen vielleicht nicht getätigt in zusätzliches Personal. Also es ist jetzt schon ein großer Schaden entstanden und das ist wirklich extrem schade, warum die Politik dort mehr als 8 Monate lang gewartet hat. Da muss man sich schon wundern. Und es ist auch wirklich so, dass man jetzt eigentlich jetzt hier nicht Jubel hier hochjauchzen sagen kann, sie haben jetzt hier alles toll gemacht, weil sie diesen Deckel abgeschafft haben, sondern sie haben im Grunde einfach nur einen Kahlschlag der PV-Industrie, einen kompletten Kahlschlag verhindert. Das heißt, sie haben gerade mal das Allernötigste getan, um diesen Kahlschlag zu verhindern, um auch natürlich in der Öffentlichkeit nicht komplett das Gesicht zu verlieren, weil man immer sagt, ja, wir müssen ja was für den Klimawandel tun und wir müssen was fürs Klima tun und wir müssen erneuerbare Energien fördern, ja, und dann gibt es eine monatelange Hängepartie, wo keiner weiß, wie es dann richtig weitergeht. Was natürlich eine absolute Katastrophe ist für die Wirtschaft, aber auch für die Bürger, weil die einfach auch nicht wissen, was sie machen sollen. Ganz viele Jobs wären weggefallen. Jetzt müssen diese nicht wegfallen. Aber eigentlich müssten wir sehr viel mehr machen, als wir jetzt schon tun. Es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das ist jetzt irgendwie eine super Einigung, weil man einfach gesagt hat, na, wir nehmen die Windkraft da mal in Regress, ja, wir nehmen die in Geiselhaft und wenn wir uns jetzt hier nicht einigen bei der Windkraft, dann können wir uns bei der PV auch nicht einigen. Und jetzt ist es so, dass diese Abstandsregeln, starren Abstandsregeln von 1000 Meter zu einem bewohnten Ort sozusagen, je nach Land entschieden werden können. Also es kann dann von dieser Regel sozusagen Ausnahmen gemacht werden und die Windenergie hofft natürlich, dass sie jetzt sich wieder so ein bisschen erholt. Und in Wirklichkeit ist das Ganze jetzt auch noch kein durchdachtes Konzept. Ja, wir können uns das auch mal gerne anschauen. Die PV-Industrie haben wir jetzt, ich zeige euch hier einfach so eine Grafik, da haben wir im Grunde so eine Grafik, wie die Zubauraten waren, das sind die kleine rote Linie da unten, das war eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, richtig schöne exponentielle Kurve nach oben, weil wir einfach auch sehr viel PV brauchen, um halt komplett auf 100% erneuerbare Energien umzustellen. Das hat man dann gekappt, 2013 ging es richtig runter. Ihr seht das hier unten schon, die Zubauraten sind, obwohl nicht mehr so stark gefördert, wieder gestiegen. 2019 ist es wieder angestiegen und es ist wieder in so eine exponentielle Kurve hier reingegangen, die Zubauraten. Und das ist natürlich dann eigentlich extrem cool, weil es zeigt, die PV-Industrie ist konkurrenzfähig, sie ist preisgünstiger als alle anderen Arten Strom zu erzeugen und dadurch und auch weil die Menschen gemerkt haben, hey, ich kann mir mit einer PV-Anlage sehr viel Geld sparen bei meinen Stromkosten, baue ich mir PV aufs Dach, weil jetzt ist es so günstig, dass es sich für mich schon lohnt. Ja, und nur mit diesem Deckel hätte man diesen Zubau wieder komplett
gecancelt. Aber ihr seht es hier, wir bräuchten eigentlich einen jährlichen Zubau von ungefähr 5 bis 10 Gigawatt, also da, wo im Grunde diese rote Kurve schon ganz gut war. Ja, das bräuchten wir jährlich dazu, damit wir halt dann auch irgendwo in den Bereich des Möglichen kommen, wenn wir jetzt diese Klimaziele tatsächlich erfüllen wollen. Ja, ob das jetzt alles dann sinnvoll ist oder nicht, lassen wir mal so dahingestellt. Es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie viel die Politik macht, um gegen diese neuen Technologien zu agieren. Ganz ähnlich sieht das auch bei der Windkraft aus. Da ist es im Grunde ja noch krasser als bei der PV. Ihr seht das hier einmal richtig schön aufgezeigt. Und zwar haben wir hier einmal von 1990 bis 2030 sozusagen in die Zukunft schon prognostiziert. Und 2012, 2014, 2016 lief es eigentlich noch so ganz gut, ja, noch im Rahmen. Und 2018 jetzt und 2019 ging es massiv nach unten. Absolute Katastrophe. Das, was ihr hier seht, das Rote und das Blaue, das sind dann einmal die Onshore- und die Offshore-Anlagen. Und das Graue, das ist eigentlich das, was wir tatsächlich dazu bauen müssten, ja, was wir bauen müssten, damit wir in einem annehmbaren Zeitraum genug Windstrom zur Verfügung haben, um den dann halt zu nutzen, um damit eventuell Elektroautos zu laden, um damit Wärme zu produzieren, vielleicht auch Gas zu machen, dass wir das dann in Gaskraftwerken für die Wintermonate sozusagen nutzen können. Also dafür bräuchten wir eigentlich sehr viel mehr Wind und auch sehr viel mehr Zubau an Wind. Und genau das machen wir gerade nicht. Nur, dass ihr das hier mal seht. Und das ist wirklich auch eine fundierte Grafik hier von dem Quaschning. Freue ich mich immer sehr. Volker Quaschning hier, Professor für erneuerbare Energien. Eigentlich traue ich diesem ganzen Braten noch nicht so richtig, weil im Moment ist es so, eigentlich müssten sie es ja nur nächste Woche irgendwie einbringen und dann sagen, okay, das Gesetz wird geändert, dieser 52-Gigawatt-Deckel wird einfach rausgestrichen. Aber das haben sie noch nicht gemacht. Sie haben sich nur darauf geeinigt, dass sie es machen wollen. Das heißt, das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern und sie können auch noch mal ein paar Wochen und vielleicht sogar noch ein paar Monate warten und bis dann plötzlich doch der Deckel kommt. Und oh ja, wir haben es halt noch nicht verabschiedet, ne? Also so ganz bin ich da noch nicht bei den Regierungsparteien. Freuen wir uns auf jeden Fall, dass sie sich zumindest den Anschein geben, als wenn sie jetzt hier wirklich diesen Deckel wegmachen wollen. Dann müssen wir natürlich auch nochmal schauen, dass wir hier dann auch eine vernünftige Förderung hinbekommen. Ich habe das in der EEG-Umlage auch schon mal gesagt. Also die EEG-Umlage ist wieder gestiegen. Sie wird nächstes Jahr auch wieder steigen. Natürlich hat man auch ganz viele Unternehmen daraus ausgelassen. Der Strompreis wird immer weiter steigen. Und diese Förderung an sich, diese EEG-Umlage, ja, also dass man auch Unternehmen rausnimmt, die das nicht mitbezahlen müssen und dann Leute, die im Grunde gar nicht davon profitieren können, weil sie zur Miete wohnen zum Beispiel, die dann sozusagen dafür bezahlen lässt und dann kommt ja auf die EEG-Umlage auch nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, eigentlich sind wir schon bei 8, 9 Cent und wenn es jetzt so weitergeht in den nächsten Jahren und auch mehr PV-Strom noch dazukommt mit 10 Cent Vergütung, dann wird diese EEG-Umlage auch weiter steigen und der Strompreis wird teurer werden und dann wird er irgendwann bei 40 Cent ankommen und das kann man eigentlich keinem normalen Bürger mehr vermitteln, dass er dann so einen horrenden Preis dafür bezahlt. Das heißt, man müsste dort eigentlich eine andere Möglichkeit finden. Es wäre natürlich jetzt intelligent zu sagen, okay, Kohle, Gas, Verbrenner ist nicht so schlau, deswegen könnte man vielleicht dafür eine CO2-Bepreisung einführen, die so 2, 3 Cent ausmachen würde, ja, dass Kohle oder Benzin oder so ein bisschen teurer wird. Jetzt ist ja auch gerade der Ölpreis komplett am Boden, ne? Da würde es vielleicht auch gar nicht so auffallen, wenn dann der Diesel ein Ticken teurer wird oder das Benzin, ja. Ich weiß, jetzt werden hier ganz viele schreien, oh was, das ist auch gut, wenn das so billig ist, aber die Zukunft ist in meinen Augen elektrisch, deswegen ist das nicht schlimm, wenn der Benzinpreis dann doch und da wieder ein bisschen teurer wird. Aber es wäre auf jeden Fall sinnvoller, als wenn man jetzt einfach diesen Strompreis immer teurer macht durch diese EEG-Umlage. Eine sinnvolle Förderung ist im Grunde nicht etwas, wo ich sage, ich subventioniere dir was für 20 Jahre, egal was es heute kostet. Ja, dann habe ich überhaupt gar keinen Druck mehr da drin, dass diese Produkte irgendwie billiger werden. Bei der Solarindustrie haben wir das gesehen. Ja, wir haben gesagt, 20 Jahre, 50 Cent, pff, so, ne? Und die Unternehmen hatten überhaupt gar keinen Druck, irgendwie ihre Produkte zu verbessern, ja, die Solarmodule zu verbessern oder die Wechselrichter zu verbessern. Die haben riesige Margen eingefangen, denen ging es jahrelang richtig gut. Ja, sau viele Leute haben dort gearbeitet. Ja, und dann hat man irgendwann gemerkt, Mensch, das ist ja ganz schön teuer, das ist ja ganz schön viel, wir müssen das mal absenken. Hat es dann in zu großen Schritten teilweise auch abgesenkt.
wo man und die ganzen Unternehmen sind dann innerhalb von kürzester Zeit vom Markt verschwunden. Und eigentlich ist es sinnvoll, eine Förderung zu machen, die die Technik fördert. Also, dass man sagt, okay, du kriegst irgendwie 20% oder 30% Förderung auf das gesamte System. Ja, also sagen wir mal, machst eine PV-Anlage aufs Dach mit einem Speicher, dann kriegst du irgendwie 20% Förderung vom Staat. Ja, auf den Kaufpreis 20%, zack, fertig, aus. Dann ist immer noch auch da noch dieser Wille da oder dieser Druck da, dass man halt einen guten Preis anbietet. Ja? Ich kann dann natürlich eine teure Anlage nehmen oder eine billigere Anlage nehmen, aber ich kriege 20% gefördert. Super. Ja? Und dann sagt man, okay, wenn du noch eine Wärmepumpe dazu nimmst oder eine alte Heizung rauspackst, dann kriegst du nochmal 10% obendrauf oder was. Ne? Also, dass man dann irgendwie 30% von dem Ganzen dann fördert. Das würde sinnvoll sein. Das würde auch die Technologie sozusagen fördern. Und auch diesen Preisdruck auf den Unternehmen lassen. Es würde keine wahnsinnig krassen Verzerrungen im Markt geben, sodass dann alle Unternehmen dann plötzlich wie mit einem Fingerschnippen pleite gehen. Sowas wäre halt viel sinnvoller, als wenn man einfach sagt, so, wir fördern euch jetzt mit Betrag X für X Jahre. Und dann schauen wir uns mal die Verbraucherrichtlinien an. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, es gibt ja dieses Prosumer-Modell, da werde ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, wo wir ja schon ziemlich drüber gestritten haben, ist das sinnvoll, ist das nicht, diese drei Vorschläge, die Bundesnetzagentur da gemacht hat. Und jetzt schauen wir uns mal die Regeln an, die die EU eigentlich von unserer Bundesregierung und von allen Regierungen in der EU verlangt. Also bis 2030 möchte die EU, dass 32% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommt. Ja, daraus soll natürlich auch ein großer Teil aus PV kommen. Und bis zum 30.06.2021 sollen alle Regierungen das in nationalem Recht umgesetzt haben. Ja, und was steht denn da eigentlich drin? Da steht drin zum Beispiel, dass jeder EU-Bürger ein Erzeuger von Strom werden darf. Dass jeder EU-Bürger den Strom, den er erzeugt, auch selbst verbrauchen darf. Und dass er diesen Strom, den er dort erzeugt, auch verkaufen darf. Das heißt, er darf ein Erzeuger werden, er darf ein Verbraucher werden und er darf auch ein Verkäufer werden. Er darf am Markt teilnehmen. Ich verlinke euch natürlich diese ganzen Grafiken auch nochmal hier unten unter die Videobeschreibung. Schaut da nochmal gerne rein und auch die Artikel jetzt hier, wo ich das nochmal so rausgezogen hatte, die verlinke ich euch natürlich auch. Das heißt, ohne dass sie dabei mit diskriminierenden Vorgaben, unverhältnismäßigen bürokratischen Hindernissen oder Abgaben und Umlagen belastet werden dürfen. Boah, Hammer, oder? Also, sie dürfen nicht diskriminiert werden, es dürfen keine unverhältnismäßigen bürokratischen Hürden aufgebaut werden und sie dürfen nicht durch Abgaben oder Umlagen belastet werden, was ja natürlich jetzt gerade auch genau der Fall ist. Das hat das Europäische Parlament am 13. November 2018 beschlossen. Das heißt, das steht schon ganz lange fest, dass diese Richtlinien kommen. Und damit ist es nicht zulässig, Anlagen über 10 kW Peak mit einer EEG-Umlage von zurzeit 40% zu belasten. Nicht zulässig ist das Stichwort. Und weiter geht's. Die erneuerbare Energien-Eigenversorgung aus Anlagen mit einer Leistung unter 30 Kilowatt müssen von allen Abgaben, Umlagen und Gebühren freigestellt werden. Das gilt, wenn diese Anlagen keine Förderung nach dem EEG oder dem KWKG in Anspruch nimmt. Anlagen, die aus dem EEG auslaufen, sind von der Umlage zu befreien. Anlagen müssen auch für ihren Strom eine marktübliche Vergütung bekommen. Und da ist jetzt der Punkt. Ja? Wir hätten jetzt den 52 Gigawatt Deckel nicht abgeschafft. Ja? Dann hätte man einfach gar nichts bekommen für seinen Strom. Muss man sich mal vorstellen. Und hier in dieser Richtlinie steht drin, dass das nicht sein darf. Man muss eine marktübliche Vergütung bekommen. Wenn diese marktübliche Vergütung nur ein paar Cent ist, ja, ist okay. Aber dann ist sie halt nur ein paar Cent, aber dann ist sie halt marktüblich. Also wir können nur hoffen, dass wir jetzt hier mit der Bundesnetzagentur irgendwie noch vielleicht ein paar Anpassungen bekommen, wo dann halt wirklich eine Möglichkeit besteht, dass wir halt diese EU-Richtlinien dann auch wirklich tatsächlich umsetzen können. Weil das, was die Bundesnetzagentur da teilweise vorgestellt hat, ist mit diesen Dingen hier nicht vereinbar. Zusätzliche Gebühren, Diskriminierung und bürokratischer Aufwand. Das sind alles Sachen, die, gut, bürokratischer Aufwand kann man nicht beurteilen, aber zusätzliche Gebühren, ja, hallo,
ja, sind da auf jeden Fall mit drin. Und deswegen müssen wir uns einfach auch dagegen wehren und hier für eine Öffentlichkeit sorgen. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt in den anderen Videos. Teilt bitte diese Videos, auch die Videos, die ich hier unten in die Videobeschreibung reinpacke, dass einfach viele Leute das mitkriegen. Sie haben das Recht, Strom zu erzeugen. Sie haben das Recht, Strom selbst zu verbrauchen. Und sie dürfen diesen Strom auch verkaufen. Und sie dürfen nicht diskriminiert werden und da dürfen keine Abgaben, Bürokratie oder irgendwelche Gebühren drauf erhoben werden. Das sind doch unglaublich gute Dinge, die die EU jetzt einmal wirklich gemacht hat, wo man ganz sprachlos ist, ja, weil man denkt ja immer, von der EU kommt ja nur Schlechtes. Aber hier in diesem Fall ist es wirklich eine absolut richtig gute Geschichte. Und vor allen Dingen bei diesem Prosumer-Modell, da habe ich ein Video auch mal drüber gedreht, über die Vorschläge der Bundesnetzagentur. Da gibt es ein Modell, das ist sozusagen das erste Modell gewesen, Marktteilnahme, also wo sozusagen dann verbraucht werden darf und wo dann über eine Messtechnik dann gezählt wird, wo dann der Strom auch verbraucht werden darf bzw. verkauft werden darf. Und wo man im Grunde am Regelmarkt teilnehmen kann. Und dann hat auch der Horst Lüning darüber gesprochen, hatte ich auch dankend angenommen. Das Video hat mich sehr begeistert. Und da sagten sie, ja, alle müssten dann eine sehr komplizierte Technik dort verwenden, um dann peer-to-peer ihren Strom zu verkaufen. Jein. Wir müssen natürlich wissen, wie viel Strom rein und raus geht. Man muss das halt messen. Aber eigentlich ist das alles mit dem Wechselrichter und den Daten, die die Wechselrichter haben und mit Messwandern möglich und überhaupt gar kein Problem. Und mit meiner, also in der Firma, wo ich arbeite, die Fennicon, die machen ja auch Energiemanagement-Software. Und diese Software, also diese kleine Box, dieser kleine Rechner, der kann das alles abbilden. Ja, der kann das alles abbilden. Und wir können auch mit dieser Software am Regelmarkt teilnehmen. Das heißt, wir können theoretisch, wenn jetzt irgendwie uns jemand sagt, hey, du kannst uns Strom verkaufen, wir könnten theoretisch sozusagen dann Strom abgeben. Grundsätzlich ist es eine gute Geschichte, wenn halt am Regelmarkt teilgenommen werden kann und das dann nicht unnötig kompliziert zu machen. Jetzt haben wir halt so eine Software, Fennicon, so eine Open-Source-Software. Jeder, der die Open-Source-Software runterlädt, kann sich da eigene Anwendungen draufschreiben. Also die ist frei zugänglich. Ja, könnt ihr gerne mal abchecken. Ich packe den Link in die Videobeschreibung. Und da ist es einfach so, da gibt es schon eine Lösung und die könnte man auch nutzen. Jetzt würde der Energieversorger sagen, oh Mist, da gibt es schon eine Lösung. Das ist ja blöd. Ne? Da müssten wir uns jetzt irgendwas Kompliziertes überlegen, damit denn diese Leute nicht diese Lösung nutzen. Also das heißt, wir müssen irgendwie vorschreiben, was da für ein Rechner reinkommt. Wir müssen vorschreiben, welche Software der nutzen kann und dass das dann nur von irgendeiner bestimmten Firma von uns dann sozusagen gemacht werden kann und nicht irgendeine Firma, die jetzt hier schon am Markt solche Lösungen anbietet, die können wir ja nicht nehmen. Ne? Also das wäre ja eine absolute Katastrophe, weil dann würde uns ja das Geschäft sozusagen dann würde uns das Geschäft ja sozusagen durch die Lappen geben und so eine Open-Source-Software, das ist ja auch blöd, weil da verdienen ja dann andere Leute was dran und dann müsste ich meine eigene App sozusagen programmieren und dann könnte ich nur für meine App ein bisschen Geld nehmen und andere würden die vielleicht sogar kostenlos zur Verfügung stellen. Manche Apps auf euren Handys sind ja zum Beispiel auch kostenlos. Ja, und dann gibt es eine Pro-Version oder so, die dann nicht mehr kostenlos ist. Aber genau das könnte dann passieren und da hat man dann plötzlich einen Verlust der Kontrolle und das wollen vielleicht auch die einen oder anderen Konzerne nicht. Wollen wir denen aber nichts Böses unterstellen. Ich kann nur sagen an die ganzen Konzerne, ihr müsst eine Lösung finden, wo ihr nicht auf komplett Konfrontation geht mit den ganzen Solarbetreibern und den ganzen Eigenheimbesitzern und die Leute, die Solaranlagen bauen wollen und was tun wollen für die Energiewende oder auch für ihre eigene Stromrechnung. Ihr müsst einen Kompromiss finden, weil ansonsten wird Folgendes passieren. Jeder, der es irgendwie kann, finanziell sich erlauben kann, wird versuchen, sich komplett autonom zu machen. Da werde ich auch nochmal ein Video drüber drehen. Oder habe ich schon Videos drüber gedreht über autonom. Ja, geht das überhaupt mit Speicher und PV? Jeder wird sich eine riesen Solaranlage aufs Dach knallen, wird sich einen großen Speicher in den Keller packen, wird dann vielleicht noch ein kleines Notstromaggregat dazustellen, ja, und seine ganze Versorgung auf Strom umstellen. Und dann wird er sagen, tschüss, lieber Versorger, ich mache mich unabhängig, ich lege den Schalter um und du hast mit mir jetzt nichts mehr zu tun. Und wenn das viele Leute machen, kann das auch nicht im Interesse der Versorger sein. Deswegen sollten sie zusehen, dass sie da eine Lösung hinbekommen, wo sie vielleicht dann auch selbst ein bisschen abgeben müssen, ja, von ihrer Macht, von ihrem Umsatz auch und sich andere Felder auch suchen. Ja, es ist ja nicht so, dass sie am Hungertuch nagen. Durch die Elektromobilität wird viel mehr Strom verbraucht. Durch die ganze Wärme, durch Wärmepumpen, Wärmeerzeugung, durch Strom wird viel mehr Strom benötigt. Und die ganze Digitalisierung wird auch viel mehr Strom benötigt. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, der Stromverbrauch insgesamt wird sehr stark ansteigen. Und da muss man dann auch kompromissbereit sein und sagen, okay,
wir versuchen dann auch in anderen Geschäftsfeldern andere Mehrwerte zu schaffen und andere Geschäftsmodelle oder unser Geschäftsmodell so anzupassen, dass wir dort gut in diese erneuerbare Energienwelt reinpassen und nicht versuchen, einfach den Hebel wieder zurückzudrehen und dann auf Konfrontation gehen mit allen, die jetzt irgendwie was mit Eigenstromversorgung zu tun haben. Das wäre wirklich kein besonders schlauer Weg und würde langfristig auch nicht besonders positiv für die Versorger ausgehen, weil Regierungen, Politiker, alles kann sich ändern. Und da solltet ihr euch besser aufstellen für die Zukunft. Aber das ist nur so ein Tipp von mir. Lasst mir gerne einen Daumen hoch, teilt diese Videos, damit das einfach viel mehr Leute mitbringen oder mitbekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und mir Daumen da lasst, auch mal einen Kommentar hier lasst oder Feedback gebt, wenn ich vielleicht nochmal was anderes besprechen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao.